Deck 3 und 2. Rüstung haben wir auch kaum noch welche. Oh, die hätte ich gern, die Schose hier. Zack. Verdammt. Ja, wie kommen wir da sinnvoll hin? Mal von oben nach runter? Nee, ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall alles mal eingesackt. Mir fällt gerade auf, wir haben schon wieder keine Lichtquelle. Wie ist das möglich? Lass mich raten, hier ist einer. Auch wieder Munition. Gut, dann nehmen wir jetzt mal die. Ach was. Da könnte ich doch wieder wetten, dass wir uns vielleicht zerquetscht. Wurden jetzt auch nicht zerquetscht, aber das will nichts heißen. Wir haben ja gesehen, wie im Tempel mal ein Nali sich hat bearbeiten lassen. Da muss man wohl von hier aus. Okay. So, jetzt fehlen uns nur noch 6 Schüsschen hierfür. Das ist in Ordnung. So, wir wollen erstmal nach oben, würde ich sagen. Ich bin aber eigentlich nicht so sicher. Wir könnten mal speichern. Haben wir das schon? Ich glaube nicht. Wie heißt das jetzt? Deck 3. Okay, Deck 3 und 2. Das ist von dem Bereich. Vielleicht muss man da erst was machen. Ich würde... Verdammt. Okay, der hat den Löffel abgegeben, das muss wieder zurückführen, nehme ich mal ganz stark an. So eine einmalige Sache, gut. Oder ein Wegsache viel eher. Ach ja. Setzt sein Score zurück, ich weiß es nicht. Engine Power Core Control sieht aber aus wie. Da kommen wir nicht rein. Da geht es zum Energiekern, zur Energiekernkontrolle. Kontrolleinheit. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße, weil wir haben... Oh doch, wir haben einen... Nein, haben wir nicht! Oh. Wo gibt's hier Energie? Oh, Glas. Nehme ich an.
Okay, wo geht's hier hin? Primary Turbo Lift. Auch das primäre Turbo Aufzug. Frage ist. Oh, wir haben die. Ah, da oben sitzt schon wieder so ein Mistvieh. Wir haben 4 Trefferpünktchen. Gut, das geht gar nicht. Ja, wahrscheinlich sind wir jetzt eh gleich im Arsch. Wir hoffen, dass wir ein bisschen Lebensenergie finden. Oh. Mein Gott, Alter. Scheiße. Ja, der hat hier gerade gewartet, wenn er von hier kommt. Ist die Überraschung wohl noch größer? Cooling System Control. Kühlungssystem Kontrolle. Oder Kühlsystem für der Kühlungssystem. Zack. Ja, Ah. Oh. Was? Wir speichern das einfach mal spaßhalber. Ja, machen wir aufs erste, dann machen wir das 4, dann 3-2 und dann am Schluss das 1er. Okay. Universalübersetzer. Danke. Kühlsystem Notentwässerungsventil aktiviert. Das ist aber auch sehr fragwürdig getrennt. Kühlsystemstatus. Kühlmittel ausgetreten im Auffangraum der unteren Ebene. Manuelle Eingabe durch Unbefugte abgelehnt. Unbefugt. Grob verschalt. Oh oh. So. Wieso gibt es hier nichts Tolles? Kühlsysteme, Notpumpe aktiviert. Halt, es ist doch die goldene, müssen wir zerstören, aber. Das wäre albern, oder? Ja, das wäre wirklich albern. So, ach ja, Notpumpe haben wir aktiviert. Das heißt, wir können auf die andere Seite, wo wir vorhin. Naja. Hinterhältig angegriffen wurden und Schaden verloren. Schaden verloren? Was? Schaden genommen. Timothy Jerry. Na, mich juckt's. Genau jetzt. Kühlmittelnotpumpe aktiviert. Kraftfeldsysteme werden von außerirdischen Eindringlingen umgeleitet. Die Schweine. Das letzte Fitzelchen nochmal eingedacht. Mein Gott, immer mit Caps Lock. Kraftfeldgenerator online. Goldene Reaktorkerne instabil. Durch übermäßige Belastung beim Abregeln des Maschinenraums. Bei Zerstörung von goldenen Reaktorkernen werden Kraftfelder vom Hauptmaschinenraum deaktiviert. Gut. Jetzt wissen wir schon, was wir zu tun haben. Und das erinnert so ein bisschen an eine der Karten aus. Online, Schwachsinn. Unreal Tournament. Komm ich jetzt auf Ultima Online? Ja. ISV Crane, Triebwerkstatus, offline, Schadensbericht, Shell minimal, Lebenshalt
lebenserhaltende Systeme online. Deck 1, Energiepegel voll. Schiffspumpe am Aussichtssalon durchbrochen. Aha, vielleicht kommen sie da. Sind sie da reingekommen? Wer weiß, wer weiß. Hoch. Ah, da noch einer. Da müssen wir trotzdem platt machen. Hätte in den 90ern noch ein Lied sein können. Aha. Achtung, Krachfeldgenerator Kern freigelegt. Dieser Kern ist hochexplosiv. Vor dem Abfeuern von Waffen zurücktreten. Wer hier hoch? Wenn es hier Bumm macht. Wir, würde ich sagen, machen erstmal die andere Seite, wenn es auch noch einen gibt. Genau. Kraftwerkgenerator freigelegt. Dieser Kern ist hoch. Okay. So, was machen wir? Wir speichern und dann machen wir sie der Reihe nach platt. Oder? Gleich. Was hat der Junge doch für Nerven? Ich würde auch gerne ihn so platt machen. Gut. Hier sind wir durch, da sind wir durch. Wir begeben uns hinab. Ach ja, das war auch sein Job, aber es hat gar nicht interessiert. Vielleicht ist die Bezahlung schlecht. Da wir die Entscheidung des Arbeitgebers nicht weise. Gut. Was steht hier? Achtung, Triebwerk, Kühlmittel ausgelaufen in der untersten Ebene des Bereiches. Ja, haben wir gemerkt. Und wir brauchen einen Anzug, den wir nicht haben. Oder doch, natürlich haben wir den. Sag mal. So. Speichervorgang. Oh, oh. Kraftfeldgeneratorkerne hochexplosiv, alle Waffen, ja, ja, müssen gesichert werden. Hups. Das war so nicht geplant. Hier geht's auch nicht rein. Ja, wir brauchen wirklich eine Taschenlampe. Hm, war das gerade von auch schon auf? Ich wüsste es nicht. Jetzt sind wir irgendwie oberhalb auf einem. Oh, wir hatten 40 Hitpoints. Na nett. Jetzt sind wir 100 und knapp 100 und 144 Panzerung. Davon waren 44 die der antitoxische oder wie auch immer Anzug. So, wir haben glaube ich noch Munition liegen lassen. Wir haben... Zack.
und warten auf den Aufzug. Und dann sind wir hier fertig. Das Kraftfeld ist fertig. Das ist also die. Irgendwas ist deaktiviert. Oder wie? Da sind wir hergekommen. Da drüben geht's gar nicht weiter. Okay. Das heißt, wir sind in dem Bereich höchst vermutlich fertig und speichern das wiederum ab. Ja, vielleicht speichere ich ein bisschen oft, aber ja, auf schwierig in dieser Mappe hier, das ist schon. Okay, jetzt können wir da hoch. Schießen wir der Turbolift, der führt dann nach oben und der ist noch nicht verfügbar. Das probieren wir jetzt aber. Was sagen wir mal? Übertriebnahme von Haupttoblet erfordert volle Triebkraft. Alles klar. Da müssen wir jetzt irgendwas mit. Halt, Kühlsystem hat das dazu geführt. Das müssen wir genau in den Kern. Das Knie hier hoch. Richtig. Engine Power Core Control. Also die. Jetzt kommen wir zum Maschinenraum. Hier ist die Kontrolle. Maschinenraum, Kontrolle. Okay. Oh shit. Der ist schon mal toast. Komm. Oh, jetzt habe ich Hunger auf Käsetoast. Käsetoast. Welchen? Wo gab es denn mit Käse? Ach, genau, Avernum. Da gab es ja ständig irgendwas mit Käsetoast. Und noch irgendwas anderes. Was war denn das? Nee, war das Avernum? Schwachsinn. Wo gab es Käsetoast? In welchem? Welchem Rollenspiel? Ach, hier, das schwarze Auge. Nord. Land-Trilogie, Schicksalsklinge. Ein außerirdisches Raumschiff, dachte schon Baumschiff, what? Ein außerirdisches Raumschiff wurde beobachtet, als es in die Atmosphäre eintauchte und wieder austrat. Das Schiff landete in einem nördlichen Tal in der Nähe von Gewitterstürmen. ISV Grant, Deck 3, Status unbekannte Eindringlinge versuchen, Haupttriebkraftwerk umzuleiten. Haupttriebkraft umzuleiten. Triebkraft, Kapazität. Sag mal, was sind das für Worte? Ganz schwere Wortis. So. Gehen wir da runter? Nein. Nein, gut. Ah, ja, ja, ja. Hier war das doch mit dem, wir speichern. Nach diesem glorreichen Sieg, wo wir drei Leute zerfetzt haben. Und das war wirklich nicht schlecht. Haupttriebwerk, Diagnostikpanel, verfügbare Triebwerkleistung 75%, Kühlmittelleck in Kraftfeldgenerator lokalisiert, letzter Versuch Energie umzuleiten, erfolglos. Na immerhin, wir haben es versucht. So, wir müssen nach oben. Genau, wir können mal den Razor Jack auspacken. Der schläft während der Schicht. Naja. Heißen wir das gut? Ich denke nicht. Das wäre schon irre. Ich höre schon Schritte. Obwohl, in dem Spiel, wenn man Schritte hört, ist die Chance groß, dass da Schritte sind. Ja. Ah, wusste ich's doch.
Ach ja. Wo ist der Kopf? Hier, wo ist dein Näschen? Ja, man kann den auch den Kopf damit abtrennen. So, das kommt rein. Das kommt auch rein. Also habe ich doch, habe ich doch richtig gehört? Oh, oh. Ja, und das haben wir auch gehört. Das war eine Dispersionspistole. Nicht aber unsere. Auch der wieder. Hat sich förmlich zerrissen für seinen Job. Ja, wir können. Ich meine, wir müssen wieder runter. Da sollte man nicht reinspringen. Aber hier drauf vielleicht. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Wir machen es trotzdem. Und hier müssen. Nein. Sind denn oben die Sprungdinger? Ich bin verwirrt. Irgendwo. Ah, ja, ja. Hier war der normale Weg. Normal sterbliche, aber das ist natürlich, trifft es auf uns nicht zu. Wir haben es gerade aufgemacht. Man sieht auch so viel, aber wir gehen einfach hier weiter. Ah, Biosuits inoperable. Bioanzug. Inoperabel. Es tut sich nichts. Scanning Station 2. Primitive Bauwerke sind auf der Planetenoberfläche zu sehen. Entdeckt wurde auf einem am Himmel schwebenden Felsen eine Stadt mit höheren Technologien. Ein Obelisk in dieser Stadt ist offenbar eine Energiequelle. Scanning Station 1. Auf Nahaufnahmen der Planetenoberfläche ist ein großes außerirdisches Raumschiff zu erkennen. Das Schiff passt zur Beschreibung eines Schiffes, das beim Eintauchen in die Atmosphäre des was beobachtet wurde. Hm, Planeten vielleicht. Wäre eine Möglichkeit. Wäre die beste, meiner bescheidenen Meinung. Bioschutzanzug, Kontrollstation, Systemausfall. Energie wird von Eindringlingen auf Deck 1 umgeleitet. Die Schweine. Das heißt, wir müssen weiter nach oben. Aber wir müssen erstmal nach oben kommen. Zack. Alles klar. So, jetzt. Moment mal, wo gab's denn diese dummen Latschen? Hier nicht. Und hier. Oh, die hätten wir gern. Wo waren diese. Oder habe ich die schon aufgesammelt, die Hornochse? Nee. Aber wo ist sie dann? Irgendwo ist sie doch. Oder ist sie da drin? Ein schönes Pärchen. Welche Schuhe hätte ich gern. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal hier einmal die Nuss hauen. Das da, ne? Ja. Dann habe ich mir das Ganze wohl eingebildet. Wir schießen die ab und speichern wir. Den zweiten. So. Was kommt jetzt? Es kommt Munition. Ne, erstmal Lebensenergie. F. Wir springen. Ganz dumm. Noch dümmer. Verdammt dumm. Gott im Himmel. Ja, das war nicht so intelligent gelöst. Die Frage ist, warum? Warum hat das nicht funktioniert? Hm, vielleicht müssen wir von hier mit einer auf ins Eck. Wir versuchen es mal hiermit. Ja. Das ist jetzt ein Problem, denn wenn wir springen, ist eins weg.
verdammt noch eins. Drauf geh. Ja. Wir sind hier fertig, glaube ich, oder? Wir haben hier irgendwas gedrückt. Und, wenn ich mehr herkomme, können wir gleich unsere leckere Munition wieder einsacken. Strom muss hergestellt sein, also. Oh oh. Gott. Hat er gerade alles getroffen, was er abgefeuert hat? So. Hier haben wir wieder das Geschrei. Ist das der letzte Deck am sein? Wir werden es gleich erfahren.